Wir sind heute wieder in der staubigen Wüste unterwegs in Roblox und wir müssen probieren, mit iCrimex bis zum Ende zu kommen. Und am Ende sollen wir 100.000 Robux kriegen, aber man kommt irgendwie nicht ans Ende, weil es fast unmöglich ist. Werden wir es in der heutigen Folge schaffen? Lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Ey, Stani, wir sind totale Verlierer. Junge, wir sind letztes Mal nur 1 Kilometer weit gekommen. Junge, Max, wie schmeckt dir das Brot, Junge? Hier ist das. Schau dir das, Bro, das um die Ohren, Alter. Das ist total vertrocknet, ey. Leute, wir sind heute wieder zurück bei einer staubigen Reise und Stani und ich sind komplette Noobs. Ey, ich sag aber ehrlich, wir sind einfach nur 1 Kilometer weit gekommen. Diesmal nehme ich die AK. Ja, wir sind letztes Mal nicht weit gekommen, Leute. Wir müssen nämlich wieder durch die Wüste reisen. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dass da komische Zombies gewesen sind. Aber, Leute, heute werden wir einen komplett neuen Rekord aufstellen. Das werde ich euch versichern. Weil wir haben jetzt hier einen Anhänger. Wie ein Anhänger, hä? Ja, guck dir mal das an. Da können wir Proviant mitnehmen. Da kann einer hinten drin stehen mit der AK und rumballern. Bro, und warte mal. Warte mal. Press. Ja, das ist ein neues Update oder Ich wollte gerade sagen, wir könnten da vielleicht unsere Waffe reinpacken, aber irgendwie... Das wäre crazy. Das wäre crazy. Komm, wir bauen die Kiste hier mal zusammen, weil ich will unbedingt wissen, was da noch kommt, Leute. Da müssen ja noch richtig krasse Sachen kommen. Viele von euch haben auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr das Spiel schon durchgespielt habt. Und ich will auch wissen, was passiert, wenn man das Spiel durchspielt. Da kommen bestimmt noch krassere Zombies, da kommen bestimmt Sandstürme. Können wir das Ganze überleben? Bleibt auf jeden Fall dran, um nichts zu verpassen. Junge, wenn das locker schaffen mag, sag ich dir ehrlich. So, mach dir da keine Sorgen. Steht da irgendwie unser Rekord von letztem Mal oder so? Steht das irgendwo? Ich glaube nicht. Also oder? Wir hatten letztes Mal, glaube ich, 1 Kilometer gehabt oder so. Ja, ist besser, dass das auch nicht steht, weil Leute, da bin ich bin nicht stolz drauf. Letztes Mal war peinlich. Aber es war auch deine Schuld, Max. Ja, warum passt die Tür nun so rein? Warum war das jetzt meine Junge, Schuld? Junge, weil du die AK nicht mitgenommen hast. Ich habe es dir gesagt gehabt. Nee, weißt du, was wirklich unser Fehler war? Das haben nämlich auch viele in die Kommentare geschrieben. Sag mal. Also danke dafür, Leute. Und zwar, man darf wirklich nur Gas tanken. Ja, aber hatten wir doch... Nein. Der Fehler war ja... Ja, aber weißt du noch, letztes Mal, wo wir einfach auch nur den Tank voll hatten... Warte mal, was tankst du da jetzt? Sicher, dass das nur Gas ist? Ja, aber ich weiß auch, wie man das rausbekommt. Die haben gesagt, wenn man einen Reifen abmacht, dann läuft das wieder raus oder so. Hä? Ja, man kann auch, also es läuft doch wieder raus. Man kann quasi, wenn man was Falsches getankt hat, das wieder auch rauslaufen lassen. Aha. Und damit sind wir da quasi auf der sicheren Seite. Wir bauen immer erstmal hier das Dings zusammen, das Auto. Unser Kfz. Dafür kommt hier natürlich hier noch das Kühlergerät rein. Das Ding ist einfach, Stani hat ein paar Tipps bekommen, ich habe ein paar Tipps bekommen. Also eigentlich dürfte unserer staubigen Reise heute nichts mehr im Wege stehen. Ja, jetzt sagt er ehrlich, jetzt ist hier over. Also... Jetzt werden wir komplett durchdrehen. Bro, ich glaube, das ist ein alter Rolls-Royce hier. Junge, was ist denn hier? Ach, das ist hier das Dings hier. Das Warum kann ich hier den Reifen? Drauf. Kannst du den Reifen hier dran setzen? Geh mal weg hier. Geh mal weg hier. Ach, warte jetzt. Hä? Ist durchgebuggt. Ja, muss doch mal machen. Das ist manchmal ein bisschen buggy. Okay. Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Hier so, zack, Leute. Und hier ist auch noch ein Reifen. Ja, guck mal hier, der Reifen, Leute. Manchmal ist es hier echt ein bisschen verbuggt. So, zack. Geht Bro, nein, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Du musst den grabben nochmal. Grab nochmal dran setzen, so. Ja, jetzt geht's. Jetzt haben wir 4 Reifen dran. Blaze Radiator, der Radiator. So, warte mal, jetzt machen wir hier erstmal. Zack, so. Blaze, oh mein Gott. Junge, wie können wir denn? Guck mal, hier steht irgendwas mit Z. Alter, guck mal, jetzt ist der Anhänger hier dran. Guck mal, ich habe jetzt hinten die Waffe reingelegt. Wie geil ist das denn? Guck mal, man kann. Ich glaube, das ist ein neues Update hier mit dem Anhänger. Ja, guck mal, wir können auch hier Sachen reinlegen und so, ne? Oh mein Gott, Leute, wir spielen das neue Update hier direkt. So, warte. Aber da fehlt noch ein Reifen, ne, an dem Anhänger. Nee, das kann man, glaube ich, nicht reinpacken. Hier hinten, ich habe noch Reifen. Alles ist gut, Leute. Ja, ich packe jetzt da, weil wir könnten hier auch das Essen und so reinpacken, alles. Also ich würde das sogar alles reinpacken. Manchmal bin ich hier ein bisschen doof, glaube ich. Komplett ausgerüstet sind. Ja, voll nice. Was ist das hier? So. Ja, pack mal hinten alles Kanister, rein. Ich packe hier Kanister, Ersatzreifen, alles rein. Wie viel haben wir jetzt getankt aktuell? 6,7 Liter. Ja, jetzt noch nichts. So heftig, da fehlt noch ein Scheinwerfer, falls dunkel wird, brauchen wir natürlich Licht. Ja, hier. Warst du schon im Geheimraum oben? Nee, war ich noch nicht drin. Ich geh mal rein. Oh, guck mal in den Geheimraum, genau. Oh, wir müssen auch auf Hungerleistung so achten. Ja, deswegen müssen wir Essen mitnehmen. Weg damit, Leute. Aha. Uns fehlt doch noch eine Motorhaube, oder spinne ich jetzt? Weg damit, Leute, ich wirf das weg hier. Also hier oben, ey Junge, ich komm hier nicht rein, was ist das, Leute? Hä? Kann man das da reinsetzen? Hier ist ein Bild von Michael Jackson, aber das will ich nicht mitnehmen.
Ich glaube, Stani und ich, wir sind zu sehr Rentner, um das hier zu verstehen teilweise. Nee, also was willst du denn jetzt mitnehmen? Was brauchst du denn jetzt? Ah, hier ist der Scheinwerfer. Ja, du bist doch manchmal blind. Und Bro, uns fehlt aber auch noch die Motorhaube. Bro, hast du aber auch hier das alles... Junge, du musst das richtig festmachen mit Y. Wie, was festmachen? Ja, hinten musst du das reinlegen und festmachen. Sonst fliegt das raus. Ach so, ich dachte, man muss das nur reinlegen. Nee. Ach, Leute. Junge, sonst fliegt das gleich alles raus, dann kommen wir hier gar nicht weiter. Zum Glück haben wir hier Stani dabei. Ja. Sonst würde ich hier alles schon wieder verlieren. Das kann ich schon wieder hier nicht festmachen, Leute. Ist das hier die Ding? Oh, das ist doch hier das Heck hier, oder nicht? Ja. Warte mal, vielleicht sollen wir den Dings noch einmal abmachen. So. Ja. Und es muss ja irgendwo hier noch eine Motorhaube. So, komm, mach mal ran. Warte, ich gucke hier gerade wegen Motorhaube. Oh, Junge. So, ist dran. So, ich hab's auch wieder dran. Zack, Hänger ist hinten dran. Junge, gut, dass wir da jetzt diesmal unsere Waffe haben. Bro, ich sag dir ehrlich, hier ist nirgendwo eine Motorhaube. Junge, die Bilder machen mir voll Angst hier. Die Bilder sind echt ein bisschen creepy, das stimmt. Vielleicht brauchen wir auch keine Motorhaube. Hast du schon hinterm Haus geguckt? Ja, ich guck hier die ganze Zeit. Vielleicht irgendwie die Teile mal wegräumen oder so. So, zack, weg damit. Nee, da ist nix. Gut, müssen wir vielleicht ohne Motorhaube fahren. Ja, was für brauchen wir auch gar nicht Motorhaube. Ah, was wollen wir mit der Motorhaube? Willst du diesmal fahren? So, diesmal fahre ich, damit das hier auch was wird, Junge. Ja, gut. Was ist das hier noch, Bro? Da liegt, also ich weiß nicht, ob das Auto hier komplett, ob hier auch wirklich alles drin ist. So, warte mal, ich löse die Handbremse. Ups. Ey! Ja, warte, ich mach Tür auf. Ich nehm direkt die Waffe, weißt du? Oh, der Motor läuft! Okay, sehr gut. Kannst du deine Tür zumachen? Ja, warte. Ey, warte doch, ey! Ey! So, guck mal, ich habe jetzt die Waffe hier so hingeplaced. Alter, okay, nice. So? Ich weiß, ist unser Hänger noch dran? Ja, der Hänger ist noch dran. Bro, Hänger ist, glaube ich, dran, Junge. Ich habe hier auf jeden Fall jetzt die AK, Bro. Was ist das? Wir sind hier aufgesetzt. Max! Ja, Bro, ich fahre doch nur auf die Straße und der sitzt auf der Bahn. Bro. Ich mache hier gar nichts. Ja, ich lief jetzt raus. Guck mal die AK an. Junge, was hast du denn hier gemacht, ey? Bro, es geht hier gerade gar nichts mehr. Junge, hier ist alles kaputt. Wir haben alles verloren aus dem Hänger auf. Bro, wie schlecht warte ist mal, das? Warte mal, ich mach's mal ab, Bro. Fahr mal. Ich schieb an. Vielleicht hat unser Zylinder auch... Warte mal, ich glaube, du hast den Reifen falsch rangemacht. Fahr mal. Ja. Jetzt. Bro, warte, ey! Ja, ist doch gut. Ich muss jetzt ja mal hier den Hänger ranmachen wieder. Soll ich ein Stück zurückfahren? Ja, du musst zurückfahren hier. Warte, Rückwärtsgang einlegen. Ja, aber ich glaube, wir haben den Hänger hier gar nicht... Oh. Zuge, warte mal, hier, der muss doch hier... Ja, das muss hier... So. Bro, du musst... Jetzt, warte. Ja. So, jetzt ist hochgefahren, aber ich weiß, wir haben alles verloren hier, ne? Aber ist egal. Mach mal den Motor aus, damit wir keinen Sprit verschwenden. Wir brauchen nichts, Bro. So, wir finden schon Sachen. Wir finden alles, Leute. Und so, los geht's. Zu. Ich nehme hier die... Jetzt geht's los. Okay. So, ich habe wieder die AK, Bro. Bro, das Ding stoppt wieder das Auto. Ja, vielleicht geht das nicht, dass ich die AK habe, in der Hand habe, weißt du? Jetzt? Ich glaub nicht, dass... Ich kann gerade wieder nicht fahren. Irgendwie verbuggt. Er hat gestoppt. Warte. Hä? Warte mal. Bro, ich glaube, unser Auto hat zu wenig PS für den Anhänger, kann das sein? Das stoppt immer so. Ja, mach den Anhänger ab, den brauchen wir eh nicht. Müllanhänger, Leute, was wollen wir damit? So, den Hänger lassen wir hier, blockieren die Straße, sehr gut. So, jetzt hoffentlich läuft's hier. So, und jetzt los. Handbremse ist raus. Ah ja. Gib mir immer Vollspot. Ja, ich bretter jetzt hier voll durch. Vollspot. Gib Gummi, Junge! Let's go! Oh Gott, Max fährt, Leute. Guck mal hier mit meiner AK, wie krass das aussieht. Alter. Junge, wie krass das aussieht. Was war nochmal genau unser Rekord beim letzten Video? Ich glaube, 1000, Bro. Ich glaube auch, wir waren so um die 1000 rum. Das sollten wir doch diesmal schaffen, Leute. Oh, da vorne Stein voraus. Ja. Ich will den Stein fahren. Ich frage mich auch, wie weit die Wüste überhaupt geht. Ja, Bro, ich glaube, also es gibt nicht mal ein Ende. Wow! Ey, der drückt mich voll zur Seite. Bro, was machst du? Bro, man kann das Auto kaum noch kontrollieren. Ich mach Licht an. Mach Licht an, das ist gut. Oh mein Gott, das ganze Auto wackelt. Junge, Bro, das was geht denn jetzt ab? Oh. Wow!
Wow. Max, Junge, gib Gummi! Bro, ich muss mich hier gerade so konzentrieren aufs Fahren, weil das Auto lenkt die ganze Zeit so rüber, als wegen dem Wind. Junge, das ist übel heftig. Alter, das war letztes Mal nicht so heftig gewesen. Ja, Max, Alter. Junge! Ja, ich lenke. Ich kann, links! Ich lenk so du viel. Musst da links, Junge! Ich lenke von links, ich lenke von links, mehr geht nicht. Junge, wir sind vor der Straße. Bro, der Sturm ist zu krass. Sturm ist zu krass. Bro, ich kann nichts mehr machen. Wir haben keinen Sprit mehr. Nein, das kann nicht sein. Nein, wir sind auf null. Und wir stehen mitten in einem Sturm. Ja, super. Bro, wir müssen mit dem Walkie-Talkie, was wir haben. Ach du Heilige. Warte mal, wir gehen mal hier ran. Wir sind hier gestrandet. Guck mal hier, Zum Bro. Zum Glück hast du eine AK dabei, falls hier Mutanten oder so. Ich hol jetzt hier 49 Robux. Hier Gott. Sprit. Ehre, Bro. Aber wir müssen wirklich aufpassen, was wir da reintanken. Ja, safe. Ich sag dir ehrlich, wir werden auch nur einen Kanister, glaube ich, reintanken. Ja. Oder maximal zwei. Und das darf nur Gas sein, nicht, dass wir Fehler machen. Da kommt der Loot Drop! Let's go! Aua! Ey, vielleicht. Junge. Warte mal, sind da auch wieder Tuning Parts dabei? Dann könnten wir den Wagen auch mal wieder. Ich glaube, das sind keine Tuning Parts. Ich glaube, das ist nur. Guck mal, was mit dem Reifen hier läuft. Ich glaube, das ist nur. Nein, das fliegt wieder ins Auto rein. Leute. Das schon wieder in die Kiste hier. Mach doch mal auf hier. So. Warte mal, ich mach mal hier die Autos auf. Zack. Kannst du das Auto anmachen? Warte mal, guck mal, ich sag jetzt erstmal cool. Mach mal voll. Guck mal. Ja, ist an. Oh mein Gott, die Tankfüllung geht voll. Ja, gib mal Gummi. Bro, wir tanken nur so viel rein. Kannst du vorfahren? Ich kann nicht Gummi geben. Gerade passiert nichts, wenn ich fahre. Dann mach noch mal aus. Aber es geht schon mal an, der Motor. Das ist ja, jetzt noch mal an, jetzt noch mal an. Ja. Ja, Bro, warte mal, hier ist irgendwas mit der Reifen ist weg hier. Hä? Ach, deswegen fährt er vielleicht nicht. Junge, der Reifen ist weg, warte mal. Warum ist der Reifen weg? Jetzt, fahr mal. Oh nee. Gott. Bro, das ah, doch, der Loot Drop. Okay, jetzt lass das Auto immer an, Bro. Lass das Auto immer an. Okay. Ja, ja, ja. Das ist leer. Ich tank sicher, jetzt, dass auch nur Benzin ist? Ja. Ja, er geht voll. Die Tankanzeige geht voll. Weil ja, wir hatten ja immer das Problem, wo wir Dings hatten, dass das Auto irgendwie nicht mehr anging. Oh mein Gott, wie strong. So, guck mal, Leute. Wir haben voll, hier ist voll, kannst reinkommen. Ist voll? Bei mir ist die Tankanzeige übelst voll. Ja, aber hier steht nur 13,2 Liter, aber ja, warte egal, mal. Steig ein. Nee, warte. Ich nehme mir die anderen Sachen mit und ich packe die in den Kofferraum. Ich glaube, das wird eh nicht drin bleiben. Doch, das müsste eigentlich drin bleiben. Ich glaube, das müsste drin bleiben. Drückst du da jetzt Y oder was? Ja. Und jetzt guck mal, warte mal. Ah, das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht, ne? Ja, deswegen. Und jetzt fahr mal los, Bro. Ich guck, ob es drin bleibt. Ja, okay. Fahr. Ja. Bleib drinne! Warte. Was? Müsst... Ja, ist egal, fahr, wir kriegen die Tankstelle. Not holen wir uns einfach nochmal. Leute, wir haben eh so viele Robux, wir können das ausgeben. Digga, wir sind viel besser als letztes Mal. Ja, nächstes Mal geht auf mich hier. Nächste Airdrop geht auf mich. Also wir sind jetzt richtig gut unterwegs schon. Ich glaube, wir sind jetzt bald schon weiter als letztes Mal. Yo, ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber Bro, nein, ich habe übelst Hunger, ich brauche was zu essen. Ah, ja. Guck mal, da vorne ist eine Garage. Ja, aber das ist gut. Wir haben ja eh die AK. Hier ist Shop. Halt an. Ich halte hier aber auf der Straße, ich fahre nicht ins Gelände. Ja. Warte. So, eh to leave. So, jetzt nehme ich die AK. Nimm die AK mit, da werden safe Zombies sein. Oder? Ja. So. Bro, Alter, die Waffe hier raus, warte mal. Was kann man sich hier kaufen? Chance to good loot. Chance to good loot? Ey, das kostet 49. Ich probiere jetzt 49 Robux kostet das. Ich zahle einfach. Das ist eine Gambling-Maschine. Lol, was ist das denn? Mystery. Item. Warte, was kriegen wir für Items, Leute? Bam. Oh mein Gott. Ey, Bro. Ich drück hier auch einmal. Cool, Junge, das ist so Sportreifen, aber... Dafür habe ich jetzt Geld ausgegeben. Bro, das ist aber so ein Sportreifen. Ich glaube, den können wir trotzdem ranbauen. Das ist ein ganz normaler Reifen. Nein, guck mal hier. Warte mal, guck mal, siehst du hier? Ey. Bro, das guck doch mal, Max, das ist ein Sportreifen. Ah, lol. Okay, ja, das ist cool. Deswegen. Redstone. Okay, das ist cool. Ein Sportreifen. So, ich habe jetzt auch gedrückt. Was kommt jetzt raus? Du musst da nochmal dran ziehen, wenn du die Robux gekauft hast. Und Motor! Alter! Was ist das für ein Motor? Ist der krasser als unserer? Lass mal mitnehmen. Ist das ein V8 oder was? Also, der sieht auf jeden Fall heftiger aus. Ich hoffe, dass der irgendwas bringt. Junge. Aber lass gleich nochmal machen. Ich will nochmal gucken, dass wir vielleicht was kriegen. Ja, das ist crazy. Hä, das ist doch der gleiche Motor, oder?
Guck mal, Alter, wir haben jetzt hinten rechts so einen Sportreifen. Cool. Warte mal. Ich hoffe, der fährt jetzt noch, weil du den Motor gewechselt hast. Ja, muss. Aber das ist dasselbe. Alter, das leuchtet bei mir gerade voll. Aber weil du da ja, wir nehmen Licht. Aber das ist dasselbe Motor, Bro. Guck mal, ob der Motor da startet. Ja, Junge, was ist hier mit dem Reifen los? Der war schon wieder komplett schief. Nein, Bro, startet nicht. Ja, ist egal. Ich baue ihn aus. Das ist ein Müllmotor, Bro. Bauen wir den einen wieder. Also das check ich leider auch nicht mit den Motorparts. So, jetzt? Ja. Ja. Hä? Ah, Bro, warte mal, da hat nämlich die Batterielampe geleuchtet, als der andere Motor drin war. Vielleicht brauchen wir da auch eine größere Batterie, ja, weißt du? Ja. Aber ja, ich sag dir ehrlich, ich will nochmal gucken, was da ist. Ich will nochmal drücken. Junge, vielleicht kriegen wir irgendein überkrass seltenes Item, weißt du, was ich meine? Ja, das war heftig. Und wir haben auch noch voll viel Benzin, alles okay, geil. Nice. Kostet eh eine 59 Robux, guck mal ruhig mal hier. Ich hab voll Hunger. Hast du Essen oder so? Ja, vielleicht kriegen wir gleich Essen hier, weißt du? Hier ist Essen! Hier ist Essen! Siehst du, ich hab's so gesagt, Bro. Oh mein Gott, strong. Kann ich's essen oder brauchst du's? Hier ist nochmal ein Schutzschild. Hä? Können wir das auch an unser Auto dran machen? Bro, ich glaube ja. Ess erstmal, du musst es essen, Bro, du musst essen. Nee, ist das eine Batterie, oder? Nein, das ist Trinken, Bro. Ich kann's nicht essen, ich kann damit nichts machen. Geh mal weg. Komm, ich probiere jetzt wieder. Kauf hier nochmal. Was ist das, Leute? So, ich hab grad schon gekauft. Ja, Bro, ich glaube, das können wir ans Auto machen. Das sind so Schutzschilder. Alter, oh mein Gott, es wird auch gerade ein bisschen neblig hier. Für Zombies oder so, lass das komm, mal gucken. Komm, ich mach auch noch einmal. Ja, warte, ich will auch gucken, was du kriegst. Oh, eine Flasche? Hä? Was ist das denn? Bro, 49 Robux? Bro, wir kriegen Schaden. Oh mein Gott, wir müssen ins Auto. Bro, wir müssen ins Auto! Oh mein Gott. Na, ich werde sterben. Nein, komm ins Auto. Hier im Auto sind wir safe. Bro. Aber wir müssen noch die AK mitnehmen. Wir müssen kurz warten oder vielleicht warten kurz hier. Warte, ich muss die Tür wieder dran machen. Oh Gott, Max. Schnell, komm rein. Junge, du hast aber Hunger, wir müssen gleich weiterfahren. Da vorne ist ja eh der Shop. Ja, wir müssen kurz warten, bis der Auto Strom vorbeigeht. Fahr mal zu AK, Bro. Fahr mal da zum Shop. Oh mein Gott. Du musst zum Shop. Zum Shop. Nein, in die Halle. Ich fahr in die Halle vor, Bro. Fahr zum Shop. Da sind Mutanten drinne. Aber nicht, dass wir hier jetzt aus dem Sand nicht rauskommen. Das doch, ist hier so Treibsand kommen wir. Bro, wir sind selber nicht eingesunken. Ach, okay, chill. Ich geh raus. Ja. Alter, ey, Leute, das ist so Action hier. What? So. Ey, holy macaroni. Wir müssen den Sturm überleben. Okay, Max, warte. Und wir müssen auch noch die Schilder dran machen, das wäre auch krass. Ja, das machen wir gleich. Warte. Wir müssen jetzt erstmal da... auf der Straße. Ich lass die Tür einfach offen, ist egal. Fahr jetzt rein. Der Sturm ist vorbei. Da können wir hier raus. Ich bin der Meinung, die können wir safe irgendwie ans Auto machen. Hä? Max? Bin ich jetzt gestorben? Hä? Warum bin ich tot? Ah, Bro, weil ich kein Essen hatte, glaube ich. Ich bin einfach gestorben. Bro, kannst du dich wiederbeleben? Ja, alles gut, ich mach Wiederbelebung. Bro, guck mal, was ich hier, wie ich es rangebaut habe. Das ist übelst krass, was ich hier gemacht habe. Ich baue es einfach hier an der Seite. Spawn endet das. Guck mal, was ich jetzt hier gemacht habe, Bro. Warte, ich sehe gerade nichts. Warte, revive. Ich pay rein. Zack. Also man muss hier wirklich auch auf Essen achten. Bro, bin ich reingeklitscht irgendwie bei dir? Ich bin irgendwie hier im Autodach drin. Ich kann mich irgendwie nichts machen. Hallo? Ja, warte, komm raus hier. Warte, ich mach die Tür auf. Kannst du den Wagen zu... Ja, ich... Bro, ich bin einfach hier im Autodach drin. Warte, kann ich das machen? Ich fahr vor. Ja. Fahr mal ein Stück vor hier. Hä? Was ist das denn, Junge? Bro, was ist das denn jetzt hier? Ich bin hier so im Autodach drin. Bro, du bist voll reingeglitscht. Ey, nein. Oh mein Gott, ich bin raus. Ja! Oh mein Gott, ich bin rausglitscht, Leute. Alter. Oh Gott, Leute, das Game ist ja so am Glitchen irgendwie. Das Game ist echt noch ein bisschen verbuggt hier, aber alles gut. Ja, hier okay, komm mal mit. Ans Auto gemacht. Wir müssen jetzt erstmal, ja, die habe ich so mit Y angemacht. Einmal mit Y drin. Ja, lass erstmal hier jetzt die ganzen Türen wieder reinbauen, Bro. Unsere ganzen Türen sind abgefallen. Ja. Leute, wir dachten gerade schon hier. Max ist verloren. Wir schon, das wär's. Das Ende unserer staubigen Reise. So, was haben wir hier noch? Ah, das war unser Ding hier. Okay. Aber da fehlt doch eine Tür, oder? Ja, da fehlt eine Tür, aber egal. Lass jetzt immer nach vorne zum Dings gehen, weil ich habe auch ganz schön Hunger schon.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Shop oder so finden, weißt du? Ja, ja, wichtig. Aber da waren noch Kisten also, gewesen. Ich kann nur noch einmal den Automaten spinnen. Ja, spinnen mal den Automaten, aber wir brauchen Essen halt. Ja, wichtig. Dann geht die staubige Reise weiter. Guck mal, hier sind Kisten, da ist auch nichts. Hier ist irgendwie so ein Zahnrad. Aha, vielleicht irgendwie können wir den Motor verbauen. Nimm das mal mit, das Zahnrad. Nimm das mal mit. Also ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall für irgendwas. Ja. Ey, wir müssen weiterfahren, hier gibt es kein Essen, ich sag dir ehrlich. Ja, warte, ich mach noch einmal hier beim Shop spinnen und dann geht's weiter. Ja, okay. Ja, mach hin, Bro, ich hab echt nur ganz wenig Essen. Warte mal, nicht, dass unsere Batterie leer geht, weil wir die ganze Zeit das Licht hier brennen haben. Oh. Kiste und los, fahr. Fahr, Bro, jetzt. Fahr. Los, weg, hier ist unser AK noch da, erst da. Fahr wieder auf die Straße rauf. Ja, ja. Ach, Bro, jetzt nervt dieses Schild da vorne. Jetzt. Hier bin ich gleich bei. Max, was machst du denn da? Scheiß, jetzt hier alles weg, ist mir jetzt egal, so. Und Abfahrt, es geht weiter, Leute. So, die staubige Reise geht weiter. Ich glaube, wir haben unseren neuen Rekord jetzt. Ja, ja, den haben wir auf jeden Fall, unseren Rekord. Und es läuft ja gut. Guck mal, da müssen wir auf jeden Fall hin, das ist ein Haus. Da ist ein Haus. Ja, ja, ja. Egal was ist, da müssen wir hin. Oh. Okay, pass auf, da werden wieder Zombies drin sein. Wie kann man hier Licht ausmachen? Keine Ahnung. Ah, hier, Licht aus, okay. Okay, Max, da sind Zombies drin, pass auf. Du hast eine Waffe, ich habe keine. Mach die Tür auf. Hier, Tür ist auf. Wo stand die? Geh mal weg hier. Hä? Roy, war ja gar nichts an Loot drin. Bro, was ist das denn? Einfach nur leer, Bro. Junge, komm, weiter. Warte. Okay, und los. Wir müssen weiterfahren, Leute. Die staubige Reise zum Ziel geht weiter. Bro, geht weiter. Ziel ist eigentlich mindestens 2000 Meter heute. Ich glaube sogar, wenn wir am Ziel sind, kriegen wir 1 Million Robux oder so. Was? Ja, weiß nicht. Könnte ich mir vorstellen. Oha. Pass auf, das ist nix. Ja, weil das ist doch schon ziemlich hart. Gibt's hier Radio? Weiß ich nicht. Man kann sogar Radio kaufen für 150 Robux. Junge. Kannst du Musik hören? Ey, kommt aber auch gerade gar nichts Krasses. Eben keine Tankstelle oder so. Hey, guck mal. Was ist da? Ah, ich dachte schon, es wäre so ein Bunker da rechts. Boah, das wäre geil. Das war nur ein flacher Stein, so ein Bunker. Ja, aber ich glaube, irgendwas Krasses wird kommen, weil guck mal, wir sind schon fast 2000 Meter von unserem Ziel weg. Und ich bin auch gespannt, ob die Straße vielleicht irgendwie auch nach links oder rechts geht, weißt du? Da vorne ist wieder ist das so ein Shop-Ding? Ich glaube, so ein Shop-Ding hier links. Ja, wollen wir nochmal anhalten da? Fahr mal direkt dahin. Ah, ich glaube, Bro, weiß nicht. Einfach weiter. Komm, weiter. Unnötig. Da kommt weiter. Bro, ich hab auch Essen, ich brauch Essen unbedingt. Oh mein Gott, ich sterb sonst. Nein, Stani. Sterb auf jeden Fall nicht im Auto. Ja. Sonst hast du wieder den Bug, wie ich das hatte. Da ist was. Nee, ist ein Stein. Junge, wir brauchen hier mal Essen. Hier kommt aber auch gerade gar nichts. 2000 Meter, Leute. Boah. Doppelt so weit wie letztes Mal schon. Also heute läuft gut bei uns. Also heute läuft richtig gut. Oh, da vorne, ich sehe ein Gebäude, rechts. Sehr gut, da müssen wir direkt rein. Ja. Boah, ich hab so wenig Essen nur noch. Rein. Oh Gott, wir müssen da direkt... Boah, das ist ein großes Gebäude. Ich glaube, da wird safe Essen drin sein. Oh mein Gott. Das ist was. Shop, das sogar mit Shop. Oh mein Gott, sehr gut. XXL Shop. Schnell. Oh, das ist gut. Stani? Nein. Bist du gestorben? Ja. Ich bin gestorben, Leute. Und im Auto drin. Oh. Fahr das Auto weg. Ja, warte, genau. Das ist guter Call. Wie kann ich jetzt respawnen? Ah, Problem ist, du bist im Auto drin. Also auch wenn ich jetzt nach vorne fahre. I don't even know why you died, lol. Was ist das denn? Ja, das ist, war bei mir auch einfach gestorben. Ich habe mich gerade irgendwie rausgeklitscht. Du musst da, aber hast du... Ja, ich bin hier, Max. Ich bin wieder hier. Oh, Gott sei Dank. Ey, kann man Sachen verkaufen und kaufen? Bro, ich brauche unbedingt Kohle. Wo kann man eine Sache kaufen? Au, au! Bro, du hast geklaut! Danke, Bro. Danke, Bro. Bei mir ist alles. Das weiß man noch nicht, dass da ein Geschütz losgeht. Bro, du kannst doch nicht einfach klauen. Ja, komm, direkt weg hier, Max. Direkt weg hier. Wir müssen hier weg. Danke, Max. Ey, Stani. Oh, ey, die schießen sogar aufs Auto. Fahr weg. Wow. Bro. Ey, ja, okay, jetzt haben sie unser Auto kaputt. Ja, das war's, Bro. Das Ende der staubigen Reise ist, weil. Bro, ist das Auto jetzt kaputt, oder was? Ja, die haben das Auto komplett zerschossen.
Danke, Leute. Könnt ihr euch bei Max bedanken, dass wir ja, wieder richtig Leute, weit gekommen sind? Langfinger iCrimex konnte nicht widerstehen, den Donut zu essen. Geil. Danke, Leute. Wenn ihr nächster wollt ihr noch mal, ja, wollt ihr noch mal ein Part 3 sehen? Schreibt's rein. Schön bitte.